Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendrot zu sentimental und manchmal auch ein wenig traurig. Ach, übrigens, Link. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um am königlichen Hofe etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du warst doch noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Hey Link, bist du da? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Ja, ich komme gleich. Aber wo ist Epona? Und damit herzlich willkommen zum Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind ein Junge, ein Dorfbewohner in dem Dorf Ordon. Moment, Karte. Ordon. Hier seht ihr schon mal einen Ausblick auf ganz Hyrule. Und ja. Ein Mädchen hat gerade unser Epona, unser Pferdel, weggebracht. Und ja, würde ich sagen, reden wir erstmal mit dem hier. Alles gut, hol Epona und komm dann wieder hierher. Sehr informativ. Gut. Und nee, übermorgen. Doch, das war erst. Ist es dann morgen? Ja, mal schauen. Bin nicht sicher, ob jetzt, weil er von Abendrot gesprochen hat, aber naja, wir werden sehen. Also wenn es Abendrot war, dann ist es morgen, geht's morgen nach Hyrule. Ansonsten übermorgen.
Ah, Link. Schau, ich habe den Brunnen für dich fein gemacht. So, jetzt erst. Es ist noch Abend. Wenn man nach oben schaut. Irgendwie hatte ich jetzt im Hirn, dass er ins Bett gegangen ist, geschlafen und am nächsten Morgen kommt er. Nee. Ich habe mich nur ausgeruht und dann kommt der. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Ziegenhirte und möchte, dass ich ihm helfe. Ja. Abends die Ziegen noch in den Stall zu bringen. So. Also brauchen wir aber Epona. Hallo. Epona ist so ein schönes Pferd und so schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Link, ich habe deine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Ja. Grashalme gibt es überall in Hyrule. Und wenn man diese hufeisenförmigen Grashalme flötet, kommt Epona angerissen. Wunderbar. So eine schöne Melodie. Epona scheint sie auch zu mögen. Also gut, Epona ist jetzt sauber. Geht heim, ihr beiden, aber macht mir keinen Unsinn. Verstanden, Link? Natürlich nicht. Auf geht's. Ordon. So. Wir haben in Ordon vier Familien, soweit ich, also eine wohnt hier drin, eine hier. Hier wohnt der Bürgermeister. Hinter dem Baum wohnt der Schwertkämpfer. Warum ist es schwarz? Danke. Bei euch war es wahrscheinlich gar nicht schwarz. ja, da wohnt der Schwertkämpfer, der mit uns auch das Spiel begonnen hat. Und hier wohnt der Ziegenhirte. Unser Haus ist natürlich so weit abgelegen. Ja, das Mädel, das ihr vorhin gesehen habt, war die Tochter vom Bürgermeister. So viel schon mal dazu. Und ja, jetzt reden wir aber erstmal mit den ganzen Bewohnern. Familie Nummer 1. Ah, Link, du wolltest sicher gerade zur Weide, um die Tiere zusammenzutreiben, oder? Ich habe auch gerade den Laden zugemacht. In letzter Zeit kommen die Affen bis ins Dorf und bringen hier alles durcheinander. Das macht mir irgendwie Sorgen. Wenn die Waren gestohlen würden, wäre das eine Katastrophe. Deshalb passe ich auch immer auf, dass alle Türen abends abgeschlossen sind. Auf meinen Mann kann ich mich bei so etwas ja leider nicht verlassen. Ach was, oder Papa? Sein Äffchen kannst du doch bestimmt auffangen, stimmt's? Naja. Aber entschuldige, jetzt habe ich dich aufgehalten. Los, geh schon, du hast schließlich etwas zu tun. Aber komm bei Gelegenheit hier vorbei, wenn du einkaufen willst. Achso. Also Link, bis dann, viel Spaß bei der Arbeit. Pass gut auf dich auf. Nein. Aber okay. Das zählt sozusagen als ein Gespräch. Ja. Ihr wisst es. So, Tier ist immer abgeschlossen. Weil der Bart. Nee, Bart, wie heißt der? Fahrt. Muss sie doch so da. Also der Fahrt, der ist irgendwie immer am Hof. Und deswegen ist es immer abgeschlossen. Oder er schläft drin, dann schließt er auch. Hier haben wir den Laden. Und das ist die Ladenverkäuferin, dazu später mehr. Ja. Hier haben wir ein paar Kürbisse. Die gedeihen in Ordnung ganz prächtig. Jetzt kommen doch. Welches Pferd. So, können wir hier jemanden begrüßen? Nein, ist abgeschlossen. Fehlt eine vierköpfige Familie und ist abgeschlossen. So, Frechheit.
Naja, was soll's. So, dann haben wir hier die nächste Familie. Dann sagen wir es lieber so, es geht angenehmer. Ah, Link, ich mache gerade eine ganz tolle Angel für dich. Ich muss sie nur noch anmalen, dann ist sie fertig. Du kannst dich ja schon mal darauf freuen. Nein, nicht du. Nur anmalen ist sie fertig, aber ja, ja. Guten Abend, Link. Ein wundervoller Sonnenuntergang, findest du nicht auch? Übrigens, danke, dass du meinem Mann immer so zur Hand gehst. Du bist ihm wirklich eine große Hilfe. Aber sag, willst du etwa jetzt noch auf der Weide arbeiten? Ja, natürlich. Hey, du kommst gerade richtig, Link. Ich hatte eben ganz vergessen, dir zu sagen, dass mein Sohn Colin eine Angel gebastelt hat. Ich glaube, er wäre froh, wenn du sie manchmal auch verwenden würdest. Im Moment hat sie meine Frau, aber komm doch einfach morgen bei uns vorbei und hol sie dir ab. Ja, das mache ich. Kein Ding. Dann nochmal schnell mit dem Bürgermeister reden. Oh, Link, du gehst wohl auf der Weide, um Pfad zu helfen. Sehr schön. Er ist übrigens schon oben auf der Weide. Nun gut, erledige eure Arbeit und schnell. Nun gut, erledigt eure Arbeit schnell, bevor die Sonne untergeht. Ja, ich bin so schnell, wie ich kann. So. Tut mir leid, Link, du musstest dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig, sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Ja. Wunderbar, treibe die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. So, aber bevor wir das machen, schalten. Der Rest passt. Bildschirmtest. Naja. Nein, nicht verwerfen. Speichern. So, Start. So, man kann sie mit A antreiben. So will sie laufen halt immer nur da, wo sie hinschauen. Wenn man es also in eine Richtung drehen, wir müssen nicht so gleichzeitig hinlaufen und dann reinschreiben. So. Ne, da ist ein Ausgebüsch. Gut. Noch der letzte. Oder die letzte Ziege. So. Finito! Link, Epona, vielen, vielen Dank. Morgen schaffe ich es bestimmt wieder alleine und du kannst jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder hast du ein wenig Zeit, willst du vielleicht mit Epona ein wenig Springreiten üben? Warte einen Moment, ich stelle dir nur ein paar Hindernisse auf. Das ist aber nett. So, fertig, du kannst jetzt loslegen. Wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reite nach Hause. Jawohl! Hopp! Janik funktioniert eigentlich genau wie in Ocarina of Time. Genug Speed draufhauen und dann springt sie drüber, wenn man zu langsam ist. Dann nicht. So. Auf nach Hause. Link, wach auf, draußen ist es schon ganz hell.
So, ja. Bevor wir rausgehen, zeige ich euch mal mein Zimmer. Zum einen haben wir hier ganz oben das Fenster. Wunderschöne Aussicht. Da unten die drei Kinder. Zum einen die Tochter der Ladenbesitzerin und die anderen beiden Söhne von der Familie, die gestern schon geschlafen hat anscheinend. Ein Stock tiefer haben wir eine Stein, was auch immer das ist. Bilder von den drei Kindern von unten. Colin ist nicht drauf. Ein Bild von Lebona. Und eine schöne Wandteppich. Dann ein Schreibtisch mit Büchern. Ja, Schreibtisch ist nicht Regal. Mit Büchern, Stoff, Stiften, Wein, Tinte, noch ein Stift. Sehr interessant. Ich schreibe anscheinend gerne Bücher. So, und dann im Erdgeschoss. Moment, ist da nicht irgendwo mein Bett? Hey. Wo schlafe ich nochmal? Ich dachte, ich schlafe hier oben. Ich schlafe auch da oben. Keller ist tabu erstmal, da kommt man irgendwann anders mal. Noch ist es zu dunkel. Hier hängt noch ein Fetzen. Schöner Teppich. Schrank mit Pflanze. Zum Fischen. Sehr schön, was ist das? Ach, ein Sattel. In den Besen und einen Eimer. Hier geht's raus. Noch ein Regal. Und ein gedeckter Tisch. Dann mein Frühstück, das ich niemals essen werde. Ja, klassisch gedecktes Regal. Schlafe ich da drauf? Nee. Wo schlaft er? Ist er zu cool fürs Bett oder was? Oder ist das der Stein da? Ist mir das noch nicht aufgefallen ist, dass ich irgendwie kein Bett finde? Sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Naja, hilft alles nichts. Geh mir raus. Wahrscheinlich schlaft er nie, er macht die Macht immer durch. So, was gibt's denn? Hey Link, hast du schon gehört? Ich sehe nichts. Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder. Ich wüsste nur zu gern, wie viel Wurst. Ach, Wucht dahinter steckt. Taro Maro, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft doch eine. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du nicht mal deine Mama fragen, ob sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl, wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. Okay, wisst ihr was? Ich besorge euch diese Schleuder. Wird schon nicht so schwer sein, Geld aufzutreiben. Auf in den Laden. Ach. Du hier, Link? So eine Überraschung. Willkommen. Sag mal, du hast nicht zufällig meinen Kater auf dem Weg hierher gesehen, oder? Gestern Abend habe ich ihn zuletzt gesehen. Seitdem kommt er nicht mehr heim. Ich bin ganz krank vor Sorge. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Was soll ich nur tun? Schleuder kann man anscheinend nicht kaufen. Müssen wir erstmal den Kater finden. Vielleicht wissen die Dorfbewohner, wo er ist. Ah, sieh an, Link, heute nicht bei der Arbeit? Ich
Ich muss heute das Lager füllen, sagt meine Frau. Siehst du da oben auf den Bäumen, wenn du mit Hilfe von, ja, die Perspektive, naja. Dieses Bienennest da oben kann man sicher ganz leicht herunterbekommen. Seit gestern ist unser Kater weg. Sira ist ganz niedergeschlagen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Schleuder habe ich leider keine. Sonst könnte ich das Ding abschießen. Was macht der jetzt? Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Gut, ich sollte doch nicht mit einer Schleuder drauf schießen, aber das effektiver ist vielleicht. Oh, wer steht denn da oben? Hey, Link, hallo. Du kannst von da unten mit mir reden. Oh. Ja, genau. So macht man das. Jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Du solltest den Gören auch mal erklären, dass man lauter sprechen kann. Übrigens, Link, du könntest doch etwa einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Unfassbar. Siehst du schon, bist du da. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Sira aus dem Laden? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Haha, aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na egal, eigentlich wollte ich dir sowieso was ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf den Felsen an. Ist das nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Ich habe mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst das sicher. Jo. So, rufen wir mal Epona. Obwohl, es sieht anders aus. Wie ein Vogel. Na, hallo. Ich bin jetzt nicht so ein Vogelkunde, aber ich würde sagen, es ist ein Falkland. Jetzt haben wir doch eine Waffe, um gegen dieses Bienennest vorzugehen. Angriff! Ja, wunderbar. So, das holen wir uns gleich. Aber da hinten, da springt doch was. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Hält der was in der Hand? Diese Affen immer. Angriff! Eine Wiege! Was will denn ein Affe mit einer Wiege? Naja. So, vorsichtig, nicht dass ins Wasser fällt. So. Ah, da haben wir doch die Mutter mit dem Baby. Das ist kein Baby, egal. Link, diesen Weidenkorb hatte ich schon überall gesucht. Ich hatte ihn damals geflochten, als mein erstes Kind unterwegs war. In all den Jahren ist er mir sehr ans Herz gewachsen. Ach, sie ist ja noch schwanger, sowas. Hast du ihn etwa extra gesucht, damit du ihn mir bringen kannst? Danke, vielen, vielen Dank. Da fällt mir ein, ich habe hier noch etwas, was ich dir geben wollte. Würdest du dir etwas ausmachen, diesen Weidenkorb für mich ein Stück zu tragen bis zu mir nach Hause? Ja klar, kein Problem. Vielen, vielen Dank, Link. Ach ja, da war noch etwas, das ich dir geben wollte. Also gut, hier für dich. Hört sie an, eine unvorhergesehene Pose. Wirf sie mit dem entsprechenden Knopf aus und zu an. Sie ist zwar sehr einfach, aber mein Sohn Colin hat sie selbst gemacht und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich Lust, sie einmal auszuprobieren. Ja, ist da jemand drin, den ich danken kann, Colin oder Vater? Nee, hier ist keiner. Ich sehe nur Steine. Oder Muscheln. Nee, noch keine Ahnung. Naja.
wo die zwei wohl sind. Naja, jetzt haben wir die Angel, jetzt könnten wir der Katze von Sira einen Fisch begeben. Nachdem sie sucht, immer schauen wir uns erstmal hier. Hier liegt ganz viel Blumen und das bedeutet, der Weg nach oben ist frei. So, ein blauer Rubin, wie immer 5 Rubine wert. Aus den ganz speziellen Zeitdateien. Und hier ein gelber 10 Rubine wert. So, wir sind aber nicht unvernünftig, wir springen einfach runter. Nein, wir lassen uns geschickt fallen. Naja, wir haben nichts verloren. Passt. Okay. Ah ja. Oh Mann, unglaublich, ein abgerichteter Falke. Darauf muss man erstmal kommen. Vielleicht sollte ich ja auch lernen, auf Grashalm zu fliegen. Aber ja, war Falke also richtig. Schön. Gut, dann. Items. Angel. Na, geh du Kitzchen. So. Oh, ich hab vergessen. So, er muss aufrichten. Wenn er nach unten, dann. Ah, ich glaube mit 10 nach unten drücken war's. Mal schauen. Ja. Eine Grünkieme. Ein beliebter Fisch, den man überall finden kann. Durchgestartet und empfangen auf den A. So. Den haben wir komischerweise eingesteckt. Aber die Katze ist jetzt näher gekommen, weil es. Aha, der angelt also. Deswegen. Ja, jetzt kommt. Deswegen brauchen wir jetzt einen zweiten Fisch. Noch mal eine Grünkiepe, ja. Jetzt schnappen sich die Katze. Gehen nach Hause. So, dann können wir uns auch mal die Schleuder kaufen. Nur, um uns den Weg zu ersparen, hin und her zu laufen, sage ich schon mal, es kostet 30 Rubine. Heißt, wir sollten mal sammeln. Nur mit lauter grünen Rubinen kann das lange dauern. Hey, mit S spielt man nicht. Nee, sorry. Ah, ein blauer, das ist nicht gut. So, noch ein blauer, dann hätten wir das. Nee, natürlich nicht. Aber hier oben. Da gibt's noch einen. Zwei sogar. Einen grünen und einen blauen. So, Geld beisammen. Die Füße ein bisschen nässen. Und auf geht's zum Schleuderkopf. Ah, Link, du musst dir anhören, es ist völlig unglaublich. Mein kleiner Link ist zurückgekommen. Und stell dir vor, er hat sogar einen Fisch mitgebracht. Er hatte sicher Angst, dass ich sonst sauer auf ihn bin. Sieh ihn dir nur an, ist er nicht süß, wie er so friedlich seine Milch trinkt? Du solltest auch einen Schluck probieren. Und weil ich heute so glücklich bin, geht diese Runde sogar aufs Haus. Yeah. Und schon an eine Flasche. So. Aber nein, die leere Flasche musst du nicht zurückgeben. Verwende sie zurück, um etwas anderes hineinzutun. Ich glaube nicht, dass du etwas machst, aber die jungen Leute heutzutage werfen ja immer alles gleich weg. Also, was kann ich für dich tun? Was kann ich dir verkaufen?
zieh dir die Waren rück mit Hilfe von dir. Bienenlarven, super zum Angeln, und Diäten kriegen wir gratis, wenn wir diesen Bienenwaben am Boden mit einer Flasche, Lernflasche aufsammeln. Dann kriegen wir auch 10 Bienenlarven. Da gibt es natürlich Milch als Heilmittel. Müssten wahrscheinlich die Ziegen mit Flaschen angreifen, weißt du was ich. Und natürlich die 30 Rubine teure Schleuder, die ihr kauft. Dass du ausgedehnte Schleuder kaufst, haben dich etwa die Kinder dazu überredet. Ach ja, bevor ich es vergesse, bei den Kugeln ausgehen, kannst du auch Kürbiskerne als Munition verwenden. So. Ja. Und mit... Da unten ist eine Mäusefalle. Haha. Und dein Katzen. Ist die Katze wohl nicht so gut, die Jägerin. So. Das war's für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal zeigen wir den Kindern die Schleuder. Tschüss.